Herzlich willkommen zu Beef Junior, der neuen Staffel mit mir, dem König und den Untertanen. Ja, Colin hatte irgendwie nach der letzten Runde keinen Bock, ich habe keine Ahnung warum. Ja, das ist der König. Ja, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, ich kann das nachvollziehen. Deswegen ist mir Gunnar hier auch der unsympathischste in der Runde. Danke. Gut. Wow. Das sah schon gut aus. Wow, ich glaube, das wird sehr sehenswert. Was ein hässlicher Typ auch. Ich habe noch gar keinen Punkt. Ja, auch nicht. Jetzt aber. Der Dennis, der wartet da die ganze Zeit einfach nur. Die ganze Zeit macht er die Kacke. Was soll denn der Scheiß, ey? Das ist so ein Windvorteil, der drin ist. Was? Ja! Lol! Das ist alles viel zu anstrengend. Hä? Trans, ey. Du machst hier überhaupt nichts. Schnauze. Du machst hier gar nichts in dem Scheißspiel. Ich hab doch ganz eindeutig der Geilste eben gewesen. Deutsch. Fick dich, Mann! Wieso hast du denn mein Schild verloren? Du Roter, wer ist das überhaupt? Nein! Hast du meinen Kraffen-Move? Boah, ich hab dich aber noch erwischt. Hast du das gesehen? Ja, ich bin eigentlich auch... Wieso? Das Spiel ist gebuggt. Verbuggt. Was war denn das für ein scheiß Ball, ey? Das war mein Turbo-Drehball. Boah, der war gut. Ah, nein! Alter, gut. Wie? Warum? Wieso? Wie viel? Ey, ohne Scheiß hier drin. Das ist doch absoluter Quatsch. Mir ging's so gut beim NDR. Nichts gemacht. Musste ich nicht spielen hier, so eine Scheiße. Nicht diese Kackpanzer! Ich will das in den Fernseher werfen. Ah! Ey, das ist so ein Scheiß. Yes! Oh! Yes! Ja! Krass. Dieses scheiß fliegende Anus da. Ja, krass. Yes! Oh, nur weil es regnet, musst du dich da nicht unterstellen, Gunnar. Das weißt du, ne? Es regnet doch durch, ne? Es regnet doch durch. Genau, boom! Oh, der Kunst! Ich krieg die Krise. Nein! Das ist immer noch die erste Folge? Nein. Nee, das ist jetzt die zweite. Okay. Willkommen zur zweiten Folge Beef Junior. Gunnar, was ist los bei dir? Ich wundere mich nur gerade, dass ihr immer noch das gleiche anhabt, nur ich nicht. Gunnar, es sind 2 Minuten seit der letzten Folge vergangen. Das müssen wir den Zuschauern einfach... Er wollte nur was Frisches anziehen und zu suggerieren, wir würden nicht duschen oder so, wenn wir immer dieselben Sachen anziehen. Ja, komm, nehmen wir Blur. Mario Kart mit echten Autos. Blur. Das habe ich aber damals gespielt, weiß ich noch. Ich kann mich nur kein Stück dran erinnern. Geil! Getroffen, Alter! Boom! Nein! Nein! Ist das schon das Ende? Wie kacke Dennis gefahren ist und ich hab's trotzdem nicht hingekriegt. Wie schlecht kann man sein? Boah, das war mega smart. Gut eingesetzt, ey. Boah, Alter, das geht doch nicht. Uiuiui. Ja. Ich tue ja wieder cool. Du hast eine Abkürzung genommen, oder was willst du mir erzählen? Oh! What? Und kaputt das gemacht kann auch doch nicht noch. Sein, ey. Das war's. Krass. Trant wirklich, ey. Zum Kotzen. Ich sag nix, ich hab Angst vor Trant. Die Hand, die ausrutscht. Ich bin Erster, geil. Hoffe, das bleibt so. Ah, nee, du, hä? Ja, ich bin unten. Ach, du bist ja, unten, ja. Aber jetzt dreh ich dich erstmal. Gelaufen. Krass. Oh nein, Glückwunschtreffer! Ziel. Schön. Ja, es war halt Pech, ne, am Anfang einfach. Das ist, ey, wer macht denn eine graue Wand auf eine graue Straße? Ja, wir müssen jetzt Gregor Tipps geben, ne? Mhm. Gregor, ganz lange gerade jetzt. Alter, lenk mich nicht ab. Okay, dann sag ich dir nicht die Kurven an. Wer findet Dennis am dümmsten? Ich finde Dennis richtig uncool. Ich ernähre mich von euren Tränen. Ja, kack Dennis, ey. Hat er alles gewonnen? Alle drei? Alle verloren?
Was ist das? Alles Trade oder was? Gunnar, wir müssen nochmal raiden. Ja. Was war das? Alter, Schwede. Wirklich? Genau. Super gut, genau. Oder was? Alter. Krass, er kann bremsen. Tja, und er hat eine Mine von mir gefressen. Ah! Scheiße! Okay. Ja. Wichtige Punkte. Scheißdreck. Scheißdreck! Ja, das war's, toll. Aber ich habe gerade schon meine Kollegen auf dem Gang gesehen. Zumindest Trant klang sehr euphorisch, oder war das nur gespielt? Nee, das war echt. Ich musste eben noch mein Kaugummi runterschlucken. Ich wähle Mario Maker 2. Aber ich glaube, das ist auch was, wo wir alle tatsächlich auch mal Spaß haben können damit. Fick dich, du Mario! Sorry. Yes! Fuck yes! Und dann schafft man es einmal nicht und muss wieder von vorne anfangen? Seid ihr wahnsinnig? Ey, seid froh, wir mussten voll den hektischen Scheiß spielen. Ja. Wir spielen hier Schnarchnasen-Mario in Zeitlupe, Alter. Mann, die sehen aus wie Münzen, ihr Hunde! Boah, geschafft. Und Gunnar hat's. Ja, Gunnar hat's! Ja, ihr merkt doch nichts außer Knöpfe drücken. Das ist total anspruchslos. Diese Scheiße ist Sabbat! Gunnar, sterb jetzt. Und? Geschafft! Trant! What? Ich war so weit führen die ganze Zeit. Oh, meine Güte, ey. Blablabla, ich starte neu. Okay, alles klar. Sind wir so angekommen jetzt? Ja! Ja, das war's. Und? Dennis hat's. Alter, voll der erwischt da. Du hast. Also, eben ging's dir nicht schnell genug. Fuck you, du. Was sind das für Dinger? Hab ich noch nie gesehen. Ja, dumm bin ich. Und Dennis hat's. Das ist, glaube ich, gut. Ey, aber was? Nein! Du gesehen? Ist nicht gut! Das war schon ganz gut. Versteht's. Guck mal, toll. Das ist einfach Pong, oder was? Hm. Oh, guck mal, hier der Gregor. Geschafft. Ja, bist du sicher? Ist das schon das Ende? Das ist das Ende. Dip. Mann. Ich bin gut drauf, ich freue mich wieder mit euch zu spielen. Ich bin ja nicht hier, um zu gewinnen, sondern um Spaß zu haben. Got it! Ekelhaft! Ey, kann man hier auch kündigen bei dem Mist? Ich habe echt keinen Bock mehr! Got it! Was soll ich denn sonst sagen? Got it! Alter, hier mit Airborne oder was? Oh. Da will er zu viel. Ich bin ja der Dümmste. Ich mach Tricks, ey. Tricks aus. Ich mach hier geile Tricks und dann wird er so richtig dumm. Konzentrier dich doch jetzt. Mach das richtig da. Das ist so eine Scheiße. Ein richtiges Cockblocker-Level. Okay. Was ist das denn? Das geht nach. Oh, das ist so eine miese Scheiße, ey. Gewonnen! Ich war zuerst. Gewonnen! Ich war zuerst. Ja, ich war zuerst. Yes! Fuck yes! Ich gehöre doch nicht auf die Müllhalde. 3, 2, 1, go. Die Schnauze. Alter, ey. Und Dennis hat's. Dennis ist der geilste. Dennis ist der allerobergeilste Typ, den es gibt, ey. Got it. Shake your booty, hands up in the air. Dance, Disco Party, okay. Geil, Dennis hat's. Wieso reicht es denn nicht? Ah, oh Mann, jetzt gibt der Vollstoff, oder was? Gib mir mal den hier, zack, und ich mach jetzt, zack. Ey, Trant, du darfst nicht mal aufstehen, das ist, Ach so, ja, Entschuldigung! Fettbewerbsverfärrung. What the fuck, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Alter, der ist hier riesig! Was ist denn hier los? Hey! Oh. Mega Bonus aktiviert! Nee, dann ist zu kleine Unterhaltung, wenn die hier gerade Kopf an Kopf rennen machen, oder was? Das ist kein Kopf an Kopf rennen, du Arschloch! Got it. Glückwunsch, Dennis. Gut, Gregor, willst du das jetzt sagen, dass du deinen dämlichen Joker genommen hast? Warum soll ich sagen, dass ich den Joker genommen habe? Ich wünsche mir, ich hätte den Joker genommen. Hast du nicht? Ey, es wär echt clever gewesen, jetzt den Joker zu nehmen. Ja, du hast ihn genommen. Ja, das hab ich dir genommen, ihr Bumsmeister! Trant, geht's dir gut? Ja, ich habe mir vorgenommen, echt Fun an diesem Turnier zu haben und das habe ich auch. Wie gesagt, spiele echt gern mit euch zusammen. So. Ich freue mich auf das nächste Spiel. Wir wissen noch gar nicht, was es wird, aber das werden wir bald erfahren. Wird hammergeil, ich freue mich.
Ich sage Super Bomberman. Oh! Okay. Oh, ein Spiel, das auf Gregors Mist gewachsen sein könnte. Nee, das habe ich nicht gewählt. Aber du hast es als Kind wahrscheinlich eine Trilliarde Mal gespielt. Ich weiß es nicht. Du hast mich gekillt, du. Ja, ich habe hier eine richtig gute Ausgangsposition hier. Wieso ist denn da ein Loch? Du kannst ja gar nichts machen jetzt. Ich habe selber eine Bombe gelegt. Weißt du was? Ich raste gleich aus! Der Soundtrack ist so geil. Dennis darf das nicht machen. Ist ein Clip oder was? Bomberman Soundtrack, ja, den kann ich auswendig. Alter, Kindergeburtstag hier, ey. Boxhandschuh, Alter. Jetzt geht's richtig ab. Ja! Das gibt's doch nicht. Haha, in meine Bombe rein. Wo hattest du denn so viel Explosionskraft her? Ja, ich bin geil. What? Ich hab's so geil. Hä? Oh Gott, Gottlein. Aus der Luft, oder was? Got it. Got it. Ey, Leute, Mann, das war ein ganz normaler Ausspruch. Ihr macht aus was schön, was ganz, ganz nicht schön ist. Nein, es war auch schon weg. Es war auch schon weg. Wow, 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 wow. Fuck you! Gemacht, Alter. Ich habe maximale Sprengkraft schon eingesammelt. Alter, was geht denn hier dran? Ja, das werde ich mal richtig schön gewinnen hier. Pass auf. La 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 la. Oh. Alter Verwalter. Ganz cool bleiben. Ich bin ja richtig cool. Geh auf Rot. Nee. Wie nee? Ich hab noch nicht einmal gewonnen! Ich möchte, dass du in der Hölle schmorst. Oh. Scheiße, ich bin so. Soll ihm sagt man nicht. Alter, wieso geht ihr nicht gegen Dennis, Alter? Ich raff's nicht, der führt, Mann! Wir gehen alle gegen Dennis, du kannst nur nix. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hasse alle! Oh! Dennis hat gewonnen. Wegen meiner Dummheit. Nee, meine Dummheit gerade. Ich dachte, wenn die Bomben scheiße... Sie brauchen so lange, bis sie wieder okay sind, die Gänge. Ah. Alter, ich hab dich gerade gesprengt. Siehst du das? Alter Lachs. Ja. Okay. Da hab ich wirklich Glück gehabt. Das war überhaupt kein Skill. Richtig Glück gehabt. Ja. Ich glaube, wir haben Glück gehabt, sonst wäre Trant die Hand ausgerutscht gleich. Ich bin so dumm! What? Ja, du bist ja vorne! Ja! Das gibt's das nicht zu sehen, du warst voll tot, du toter Ich hatte ja hier Kicker. Du musst deine Taktik mal ändern. Was heißt Taktik? Ich hab ein Flämmchen eingesammelt. Ich versuch ständig, mich platt zu machen und es funktioniert nie. Das stimmt doch gar nicht. Das kann ich gebrauchen. Yes! Ich kann nicht! Du guckst, wie dumm ich bin! Oh. So ein Dreck! Es ist wirklich maximal dumm, ey. Dass ich überhaupt so lange überlebt habe, ist ein Wunder. Ja, Führung ist was anderes. Oh, Trant. Anstatt dass ich da einfach mal die Ruhe bewahre, lege ich Bomben. So ein Dreck, ey. So ein Dreck! Ich sag's ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie gewinne, dann. Gebe ich den Sieg freiwillig ab. Oh. Und jetzt gewinnt zum dritten Mal in Folge der geile Grüne. Alright, let's go! Ficken, ficken! Geil. Oh. Was macht ihr denn mit mir? Ich bin doch euer Freund. Oh, was soll denn das? War meine Bombe, eindeutig. Ungerecht behandelt fühlt sich der Gregor. Ja, sehr ungerecht. Ungerecht behandelt. Dennis. Oops, I killed you again. Na, 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 na. With a bomb in your face. Da, 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 boom, boom. I don't want to tire myself out. Sich anbieten deine imaginäre Freundin, Gregor.
Die hört sich anders an. Tiefere Stimme. Mann, roter Arsch, ey! Ich hätte da stehen bleiben sollen! Leute, alle gegen Gunnar, das wisst ihr doch, ne? Nix. Ja, warum? Wer ist Gunnar, der Goldene? Das ist richtig dumm! Nein, gut, das ist nochmal Satztest. Es ist aber richtig dumm! Ach, komm. Wenn Gregor hier das Ding gewinnt, ne? Achtung, geh mal weg, Gregor, ich muss auf Gunnar werfen. Ja. Ups, shitty, Entschuldigung. So, fick dich! So. Der Gunnar hat gewonnen. Stechen, ey, was ist das denn? Irgendwie hat das mir gut getan gerade. Ja. Oh, wie geil. Trant! Oh, geil. Herzlichen Glückwunsch, Trant. Ja, danke. Ist das, auch echt den, gut. Den macht er die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie er den macht. Wie machst du das? Jetzt kannst du es mir sagen. Wie machst über du das? Über die Mauer werfen? Über die Mauer. Ich kann nicht werfen. Ich kann nur kicken. Nee, du hast ein anderes Item, was du einsetzt. Nein, du kannst mit X, glaube ich, also wenn du den Boxhandschuh hast, musst du nochmal die Bombentaste werfen davor drücken. Dann schmeißt er die über die Steine. Nee, stimmt. Die X musst du drücken. Ich habe auf jeden Fall gewonnen, wie zu erwarten. Ich war das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, du warst auch richtig schlecht. Ach ja, stimmt, ja. Ich war Zweiter. Völlig unverdient, aber... Ach doch, genau, du hast noch gerade den letzten im Stechen. Ist ja auch egal, ihr habt es ja gesehen. Auf jeden Fall steht es gerade in den Punkten. So ein Sympath. Trant hat 4 Punkte, ist damit leider noch Vierter. Aber du holst bestimmt noch auf. Durch aufmuntere Klapser. Gregor und ich sind beide zusammen. Gregor quasi eigentlich auf dem 3. Platz, nicht auf dem 2. Was? Weil er dieser Joker, diese Joker-Punkte zählen für mich nicht das ganz so viel. Die Joker-Punkte zählen doppelt. Alter, man muss die Eier haben, diesen fucking Joker einzusetzen. Auf jeden Fall führt Dennis. Darauf geht er nicht ein, ne? Ich nehme Rockstar Tischtennis. Ich hab's noch nie gespielt, aber bitte, warum nicht? Boah! Boah, Alter, der war... Superschlag! Oh, Alter! Hat er uns ein Ass geholt. Oh, ich mach hoch. Zurückgeschmettert. Boah. Hammer. Nochmal. Jetzt kriegt das. Aus! What the fuck? Oh. Was geht denn ab bei dir, Gunnar? Ich bin richtig schlecht gerade. Ja. Guck mal. Da kommt der Zug. Holt der auf, oder was? Die Nerven vom Gunnar. Da nee, ich bin einfach... Ich raff gerade einfach nichts. Und wieder 10-9. Ja, ja, ja. Oh, grauenhaft, kann's nicht. Okay. Ich kann's nicht mehr. Got it. What the fuck ist denn gerade passiert? Ja, krass. Jetzt schmeiß ich die Punkte, oder was? Das gibt's ja nicht. Dümmstes Spiel ever, einfach, ey. Wer hat denn es gepickt? Ich selbst, ey. Killer. Yes! Fuck yeah! Boah, krass, ey. Du bist wie ein Löwe, der ein angeschossenes Reh gerissen hat. Von hinten hat es gerissen! Gerissen, gerissen, gerissen! Das ist sympathisch. Entschuldigung. Got it. Drück A! Ah! Warte mal, ich glaube, es ist Zeitlupe. Ach so, sorry. Ich dachte... Okay, jetzt weiß ich, wie ich die kriege. Die gucken uns gleich, wenn ich A gedrückt halte, ist glaube ich noch langsamer. Schön bemalt, diese Tafel. Wusstet ihr, dass ich mit 3 Bällen jonglieren kann? Mit Tischtennis ist es nicht so einfach, die sind klein. Du weißt, dass der Trant die Bremskabel durchschneidet nachher, oder? Bei der Saalwette am Ende. Da konnte ich es am Ende dann. Gunnar! Ich hätte zum Frühstück, habe ich heute nur so Schlangen gegessen von Hitchler. Ich auch! Wirklich? Ja! Was? Schlag auf jetzt! Welche Farbe machst du denn am liebsten davon? Ist das egal? Gunnar, Schnauze, jetzt echt, Mann! Das habe ich mich aber auch gefragt. Nein! Ey, sag mal. Oh. Ey, schmeiß die raus, ohne Scheiß. Ich sag's so nicht mehr. Wer ist jetzt dran? Welcher Vollidiot ist jetzt dran? Wer ist jetzt dran? Wir beide, glaube ich. Oh. Aber kann man auch nicht immer zum Frühstück essen?
Ich habe die früher mal runtergeschluckt und durch den Hals wieder zurück. Meinst du so durcharbeiten, bis die mal so abgelutscht sind, so für einen Tag lang? Ach, du rotierst richtig durch, bis dann nichts mehr dran ist? Ja, genau. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das lutscht ja immer weiter weg. Aber du kannst auch, hast du die mal ein bisschen runtergeschluckt und wieder aus dem Hals wieder rausgezogen? So? Und dann? Alles ist offen. Transmotivation ist wieder da und sie ist wieder weg. And it's gone. Fickt euch, ey. Der holt bestimmt diese Schnüre. What? Yes! Oh! Ist er in die Kante gegangen? Alter, oder? Was war das denn für ein Ball? Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät. Guck mal, der war gut, ne? Got it. Ich habe den Fokus kein einziges Mal benutzt. Doch, also auch so auszusehen vielleicht. Ich habe ihn nicht aktiviert, ich habe keine der Tasten berührt. Man kann jetzt auch die ganze Zeit geblinkt, Gregor. Mein Geheimnis zum Erfolg, ich habe immer nur die gleiche Taste benutzt. Ah? Ja, was soll ich sagen? Das war richtig scheiße. Es handelt sich hierbei um die 6. Runde im Beef Junior Gesamt-Tournament. Ich wähle Halo Reach. Dumm bin ich denn? Und er kann sich Dennis mit dem Messer gerade, ne? Ja, da kann man mit dem Schwert um die Ecke. Das ist natürlich die perfekte Waffe, also muss man jetzt auch sagen. Also Gregor hat auch eine gute Waffe hier mit der Schrotflinte. Schrotflinte gegen Schwert ist schwierig. Jetzt hat er gerade jemandem aufgelauert. Aber siehst du, er bleibt nämlich aus... Lässt sich nicht locken, ja? Ich wollte gerade sagen, er bleibt in dem Gebäude. Zum Glück hat das noch geklappt. Normalerweise ist das Rausgehen immer sehr gefährlich. I burn you, bitch! Traut sich jemand darunter und holt das Schwert? Ja, du kannst natürlich von allen Richtungen 360 Grad im Prinzip attackiert werden. Es kommt zu einem teuren Preis. Und der Slap ins Gesicht, der lebt noch. Das war Gunnar. Gunnar schafft es, sich hier aus einer ganz prekären Situation gerade so noch zu befreien. Da geht der Puls auf 180. Es ist ziemlich sicher, dass Dennis hier mit 0 Punkten davon kommen wird. Das ist natürlich dann der Nachteil, wenn man die Maps nicht auswendig kennt. Ah, toll, hier sogar mit Sniper noch aus der Umgebung. Du kannst machen, was du willst. Du kämpfst immer gegen zwei. Der Gregor kann eigentlich nur noch belustigend mitspielen. Gegen Trant ist Hopfen und Malz verloren. Ja, ich denke, ich ihm aber sagen können. Punkte technisch wird es Dennis nicht mehr viel helfen. Ich glaube aber für die psychologische, also für das Innere. Zu wissen, man ist Zweiter geworden. Ja, zu sagen können, ich war aber der Zweitbeste auf dieser Map. Ist eine andere Narrative, als wenn du sagst, ich bin Dritter knapp neben Gregor geworden, ja, als ich meinen Joker benutzt habe. Deshalb sollte man Dennis hier vielleicht doch noch nicht abschreiben. Man hätte im Prinzip, hätte Trant das Geschütz wegwerfen müssen. Es war zu dem Zeitpunkt einfach das falsche Werkzeug. Aber wenn du einen Hammer hast, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Und das war der große Fehler. Aber Trant kann sich diese Fehler erlauben. Es ist jetzt die letzte Minute angebrochen. 52, das ist souveräner Abstand. Wir sehen mittlerweile 24 Frag-Führung für Trant. Der könnte jetzt direkt schon mal ans Buffet gehen, während die anderen noch ein bisschen daddeln. 53 Frags für Trant. Wahnsinnsleistung. Das vergleichen wir mal mit Gregor. Das ist wirklich fast um Vierfache besser. Da hat er wirklich alle auf ihre Plätze verwiesen. Und völlig zu Recht. Warum hat er dann nicht den Joker benutzt? Ist das große Rätsel. Es hat sicherlich auch was mit Selbstvertrauen zu tun in der Situation. Allerdings weiß man ja auch nicht, was noch für andere Spiele kommen. Ja. Also die Spieler wissen es, aber deutlicher wird er nicht mehr gewinnen. Also es gibt vielleicht ein Spiel, wo er das Gefühl hat, da bin ich sogar noch weiter voraus. Ja, aber Monster Hunter hat leider keinen Multiplayer. Das ist korrekt. Ja. Ich bin natürlich nicht so toll drauf, wer die letzten Folgen verfolgt hat. Gunnar, dir macht's Spaß, ne? Ja, mir macht Spaß. Genau mein Ding. Toll. Dann werden wir jetzt erfahren, was wir jetzt in dieser Runde spielen werden. Wisst ihr was? Irgendwie, ich hab's noch nie gespielt, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Ich nehme Farming Simulator. Ich wollte es auch wählen. Fick drauf. Das finde ich ganz lustig. Das ist eine gute Idee, ne? Ja. Das ist witzig. Hätte ich auch gemacht. Ja. Tatsächlich. Schön. Willst du es gleich nehmen und auch einen Zettel ziehen? Nee. Gut.
M. Ich muss gar nicht mehr reingucken. Hä? Dann hast du B. Scheiße. Das ist B. Ich hab A. Ich hab B. Oh nein, gegen Trump. Ja, ich hab A. Oh, der ist der Beste. Mit den ganzen Tricks. Von YouTube. So auf ihn zu loben. Trump führt aber. Ja. Und. Ja, der ist ja auch der Beste in dem Scheißspiel. Oh, diese Scheiße. Invertierte Kacksteuerung. Oh, Trant, ey. Ah, oh. Easy, easy. Oh, oh, das sieht schwierig aus. Ja, Trant. Trant ist wieder vorne. Ah, der ist halt mega gut. Chill, Bros. Zieh den Lümmel da raus, genau. Trant jetzt mit dem umgefallenen Ballen. Aber, er schiebt ihn da drunter. Das zählt auch? Nee, das zählt nicht. Das zählt nicht, aber das ist das ist mega schwierig. Oh, das ist wirklich ein Problem jetzt. Den muss er irgendwie jetzt wieder durchschieben. Okay, Gunnar, du hast gerade einen mega Bonus. Ja, das ist gerade ein mega Vorteil, Gunnar. Ich möchte es nicht hören! Oh, oh, Trant. Oh. Trant dreht durch. Trant macht ab. Alter, Trant. Holy shit. Mit dem Brechhammer holt er den da raus. Uff, shit. Oh. Okay, 5 hat Trant. Wieder hoch. Oh, wieder hoch. Aber Gunnar. Wieder hoch. Gunnar wandelt von. Jetzt hat er noch 3, jetzt hat er noch 4, jetzt hat er wieder 3. Oh shit. Der ganze Vorteil. Ja, wenn er ihn rauszieht. Ah, dieser Druck, der. Ja, das Rausziehen ist immer das Problem. Oh. 6 von 7, holy shit. Einer noch. Einer noch für Trant. Auf, da ganz vorsichtig. Noch kurz eindrehen. Natürlich. Streichelt er den Heuball. 6 Minuten 16. Diese scheiß invertierte Steuerung. Er muss nur noch rausfahren. Und ab ins Ziel. Er scheint es geschafft zu haben. Er muss nur noch ins Ziel fahren, wenn jetzt kein Windstoß kommt. Ja, scheiß Dreck, ey. Und that's it. Finish. Vor Trant. In 6,5 Minuten. Das ist übrigens okay. Weltrekord. 6,5 Minuten. Ja. Ja. Das ist Weltrekord. Das stimmt nicht. Die anderen drei Menschen, die warum das denn gegen Trant? Okay, seid ihr bereit? Muss wohl, ne? Aber ihr wisst ja offensichtlich auch nicht, wie das so richtig geht. Okay. Soll ich denn das hier so reden oder was? Kannst du aufs Maul halten. Ja, ich trau mich auch nichts zu sagen. Da macht ihr wieder Fischstäbchen-Taktik. Oh, da wäre der Träger fast umgefallen, mein Dennis. Ja, ne? Ja. Ja, Dennis ist fertig und fährt ins Ziel. Ich könnte jetzt rückwärts ins Ziel fahren, aber ich sage einfach nur, ich belasse es bei. I got it. Oui. Finito. Neuer Rekord. Moment, vielleicht habe ich. Neuer Rekord, 5 Minuten 15. 5 Alter Minuten Schäde. 15, wie geht denn das? Weiß ich auch nicht, hammermäßig. Ich war schneller als das Licht, da läuft die Zeit dann langsam. Das ist doch nicht möglich. Scheiß Dennis, ey. Das aber gut aus, ne? Der Gunnar hat jetzt eine neue Taktik. Ja, deine. Interessant, äußerst interessant. Das so hat mir das noch nie jemand gemacht. Das, das nennt man jetzt gegunnert, so wie das da drauf gelegt wurde. Wie hab ich das denn mal, hä? Gregor ist viel zärtlicher, leider. Bam! gefährlich. Und Gunnar kommt mit dem letzten Ball da angekarrt. Ja, aber hey, mit seinem Maserati-Träger. War schon gewagt hier alles, ne, von mir gerade. Ja, pass auf, jetzt dreht sich wieder der Profi. Oh! Wunderschön rausgezogen hat er ihn da. Ast rein abgestreift. Und jetzt bringt er ihn nach Hause. Und er bietet sogar noch die Dennis Bestzeit. 5:13, Gunnar ist schneller als Dennis. Das gibt's ja gar nicht. Das ist alles. Mann. Alles Kraut und Rüben. Wir werden immer besser. Alles Kraut und Rüben. Heftig. Wisst ihr, nach dem Beef stellen wir das nächste E-Sports-Team. Ja, das machen wir. Weil es steht richtig viel Kohle drin in der Landwirtschaft. Ja, und jetzt kommt das große Finale, was? Oh, hier, beide so also komische Sachen, die er da macht. Was ist denn das? Warum habt ihr nicht so gespielt, als wir gegen euch gespielt haben? Was soll denn das? Ihr seid ja richtig dumm. Was ist denn das für eine Scheiße? Und links musst du mal drücken beim Hochmachen. Macht hier die Fischstäbchen-Taktik. Ja, das ist wirklich, es sind Fischstäbchen in der Pfanne gerade hier. Boah, ich hab noch welche zu Hause, ne? Ich hab mir letztens Fischstäbchen gemacht. Aber nicht mehr wieder vom Essen reden, sonst wir wissen ja, was letztes Mal passiert. Solange du nicht vom Nachtisch sprichst, ist alles gut. Das kann es sein, dass sich diese Dinger wie ein Panzer steuern vielleicht? Ein bisschen. Kann es sein? Ah! Mit Ketten und alles? Und dass das Heuballending wie so ein Kanonenrohr funktioniert? Dennis hat's geschafft und er muss jetzt nur ins Ziel fahren. Ob er das schafft? Ob das hingeht? Leider dein Rekord nicht. Oder doch? Doch. Boah, neuer Weltrekord schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Ein Weltrekord jagt den anderen. Und Dennis hat gewonnen. 4 Minuten 50. Geil, Alter. Hätte ich zwei Joker gehabt, ne? Fickt euch. Du bist Zweiter, so schlimm ist das nicht.
Hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge Beef. Wir spielen gegeneinander und gucken, wer gewinnt. Gunnar, wie läuft's? Dürfen die anderen noch was sagen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich sitze ja nicht dran, den darf ich nicht ansprechen, ansonsten kriege ich eine rein. Nö, ist alles egal. Alles egal. Hoffentlich gewinnt Dennis, das ist nämlich der coolste Typ. Hey, wir kennen uns doch schon so lange. Ja, Gunnar, du bist auch cool. Du kannst aber wenigstens noch gewinnen, Gunnar, tatsächlich. Ja. Aber nur, wenn du einen Joker... Ja, hab ich nicht. Hast du nicht, ne? Nee, glaub ich dir. So, dann komme ich jetzt dran. Ich wähle tatsächlich Nidhogg 2. Du Ficker. Und jetzt losen wir den. Ja, ich darf auch noch mitspielen. Obwohl es nichts mehr bringt. Wollen nicht nur wir beide spielen, drin ist heute? B. Da ist auch was dran. Ah. Oh, gegen Gregor am Anfang. Ah. Cool. Gegen Dennis, mein Freund, spiele ich am liebsten. Ich bin der Busenmann. Mhm. Bist du das? Scheiße. Kleiner dreckiger Gregor. Oh. Garstiger kleiner Gregor. Ah. Oh komm, ich bin doch rübergesprungen. Werf, Gunnar. Nein. Wow, da. Wie kann man denn mit dem Boden treten? Oh, nice moves. Ohne Scheiße, ey, Parkour. Ich hab das zusammen, Freunde. Ja. Ja, klasse. Nein, ich bin jetzt Gregor. Was ist gelaufen? Letzter Abschnitt. Nein! Entschuldigung. Das ist nicht so gut für den Gunnar. Da kriegt er wieder einen Pfeil. Da der prophylaktische Pfeil von Gregor. Gutes Ding. Läuft auf weiter. Oh, Gunnar Gott, schmeißt den Schwert noch weg. Oben drüber geht's raus. Got it. Ja, Guni. This is how we do it. Das war's doch schon. Können wir aufhören, die Kacke? Doch, wir könnten eigentlich wirklich aufhören. Ja, eigentlich schon. Was ist los? Ja, Dennis kann auch nicht. Ja, und wenn ich verliere, was dann? Ey, Leute, ganz ehrlich. Was dann? Ganz ehrlich, Leute. Ich mach jetzt diese Worte hier kaputt. Was? So gut es geht. Aber nach der letzten Staffel. Ich mach das hier kaputt. Diese Scheiße da. Verliert da drüben. Los geht's! Der ist der witzigste Baum. Lustiger Pilzbaum. Eieiei. Ei, ei. Ich will diesen Scheiß gewinnen. Oh. Will ich eh nicht haben, die Kacke, die da steht. Erste Staffel, das war die Originalstaffel. Die hat uns richtig Bock gemacht. Da hatten noch alle Feuer Colin auch dabei, der viel geiler war als dran. Alter. Apropos schlechte Verlierer, ey. Apropos Schuldenkrise. Ja, fang an mit alten Kamellen aus dem Jahr 2009, ey. Schuldenkrise. Ach, Trant, ey. Hä, wie jetzt mal ohne Scheiß? Mann! Warum kann man hier in der Luft nette Scheiß? Verreck, ich will nochmal drauf. Lauf mal. Dude, das ist blöd. Lauf wieder sofort so weiter. Nicht anhalten. Ich will nochmal drauf schießen. Oh, nee. Oh, nice. Ausgewichen. Und das komm hinterher. Das jetzt. Oh, shit. Trant, nicht hinterherlaufen. Oh, und dann läuft er einfach und springt. Komm hinterher. Komm, ich warte hier auf dich. Trant überlegt kurz und haut ab. Und dann ist er wieder und lässt sich das Gesicht zerstampfen. Ich bin unter seinen Fuß gerutscht. Und der Bogi ist doch dumm, Alter! Ja, so. Dicks Gesicht. Ja, nicht mehr irgendwie lieb oder nett gemeint. Der pure Hass kommt hier nein, raus. Nein, das sagt man nicht, das schneiden wir raus. Das war auf gewisse Gag gemeint. Und dann macht er. Warum schießt er denn nicht? Muss man den Knopf gedrückt halten bei dem Bums oder was? Du, die Tür. Du schießt auf die Tür, Mann. Nee, der Bogen ist blöd. Du musst ihn ein bisschen gedrückt halten, den Knopf. Ja. Spring rüber weg oder er ist tot. Auch nicht schlecht. Gutes Ding. Jawohl! Jawoll! Alter, oh, Mann, Alter, was geht hier? Trant, Alter, auf nach Niflheim hier! Messerkampf! Jawoll! Lauf! Jawoll, spring rüber über den Fackel! Oh, Mann! Getötet, schneid ihn durch! Okay. Jetzt schieß ihn ab! Sehr gut, lauf! Oh. Lauf, Trant! Lauf! Ah, nee. Ich konnte nicht springen, mach Alter. Mach mich alle fertig. Alter. Und wieder zurück.
Ey, wie lange geht das jetzt schon? Was soll das? Jetzt rack jetzt hier, Jungs! Nein! Papa, lauf, lauf! Waffe mitnehmen. Das kann. Oh! 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 Oh. Oh, ich bin fertig. Oh, ich bin fertig. Ja, einfach vorbeilaufen! Was war das denn, Alter? Komm, ich. Ja, und wie kann man mit dem Bogen treten? Weiß ich auch nicht. Wie kann man gegen das Messer verlieren? Das Messer ist gut. Das war richtig dumm. Oh, das auch. Ah! Das ist ein feines Duell, ey. Oh Mann. Oh, ey, was war das denn? Um meinen eigenen Pfeil in die Fresse zu fangen. Oh, ich muss nach mir, wird schwindelig. Das ist, warte mal, wird echt gerade schwindelig, so lustig war das. Nur so, Achtung, die Fläche. Oh, ey. Es ist mir nicht nur 100 Mal passiert, ne? Das ist ja zum ersten Mal jetzt gerade gewesen. Vor allem über ein ganzes Screen, wo man noch 100 Jahre reagieren kann. Denn es ist der geilste. Ist das schon das letzte so gewesen? Du hast jetzt gewonnen, ja. Benjamin, was steht da? Blum. Blowjob. Blum. Was heißt das R? Rennis? Oh, nee, das heißt Junior. Junior. Ah, ja, okay. Vielen Dank. Danke für diese Torte, die Viet selber gebacken hat. Ihr dürft gerne da mitessen. Das war's für dieses Mal. Beef Junior, Hammer Spiele, Hammer Teilnehmer, Hammer Siege, Hammer Team. Fun. Hammer High. Ciao.